Das stimmt. Ich glaube, es ist ganz witzig, wenn man hier wirklich Charaktere sieht, die die beiden Spieler eben drauf haben. Mhm. Jetzt gehen wir rein. SCN gegen Falco. Gegen Syntek, genau. Aber Falco habe ich auch schon gelernt, heute ist er relativ leicht. Also Falco habe ich jetzt nicht so oft gesehen. Ich kann halt nur vermuten, aber ich würde mal sagen, dass er auch gute Aerials hat, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, Falco ist relativ stark in der Air eben. Die Frage ist jetzt, wie early kann SDN eben hier schauen für Kombos, für wirklich viel Damage? Also Ike, wenn er was kann, am besten Gang ist es killen. Ja. Mit Gang Air kann er gut pressuren. Oder die Up-Air. Ja, wir sehen es schon. Die beiden traden fleißig Prozente hier. Das war schon fast der Kill gewesen. Ja. Er fliegt halt wirklich, wirklich weit, ne? Ja. Die Up-Air von Ike. Oh. So, wir haben jetzt 114% auf Seiten von Syntek schon. Und SDN ist bei 80% bis jetzt. Lädt da nochmal einen Angriff auf. Dasht über das ganze Feld. Aber ja, die Side-B von Ike, die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Oh, das sollte reichen. Das war's. Ja. Das ist hier der erste Stock, den Falco verliert, beziehungsweise also, ich weiß nicht, wie leicht Falco ist, aber... Ja, relativ leicht. Ja, schwer scheint er nicht zu sein. Nee, der fliegt schon relativ gut durch die Gegend, muss man ist sagen. Ist ja auch ein Vogel. Ja. Also, der darf ja auch gar nicht so schwer sein, sonst kann er gar nicht mehr fliegen. Ja, so. Ja, stimmt. Nein, aber SDN jetzt hier tatsächlich mal an der Edge. Falco kann aber nicht gut genug Edge guarden. Oh, vielleicht doch. Ah, die Frage ist jetzt... Ja, SDN nochmal mit einem schönen Recover hier. Sind jetzt wieder quasi auf der Mainstage. Und er teilt wirklich ganz gut dafür aus. Ist ja auch ein Stock vorne. Das heißt, alles, was er jetzt an Schaden mitnehmen kann, gefällt ihm sehr gut. Becker. Ja. Syntek jetzt aber hier mit dem Finish. Aber kassiert hier wieder. Und jetzt wird geedgeguardet von SDN wieder. Ah, man beschnuppert sich jetzt hier so ein bisschen. Syntek muss jetzt schauen, wie viel Schaden er da anbringen kann. Oh. Aber... ist wieder hochgenockt worden. Kassiert wieder einiges hier. So. Aber jetzt, man sieht schon, 96% auf Syntek. Der ist halt wieder in Killrange für SDN. Ja, ja. Da ist auch der Kill passiert. Da ist er tatsächlich einfach. Hat seinen Stock jetzt verloren, ist auf dem letzten Stock drauf. Ich weiß nicht, Kill Jäger-Move von Ike? Ich glaube, Jäger auf jeden Fall. Viele, ja. Da würde ich mich einlassen, aber er hat halt wirklich, also das ist schon sehr, sehr viel Schaden, was er da macht in der Combo. Allgemein auch die Tilts, die sind super gut zum Killen. Ja. Aber wir müssen jetzt, also Falco muss jetzt hier gucken, beziehungsweise Syntek muss eben gucken, was er da an Schaden einfach machen kann, gerade an SDN. Ich weiß ja nicht, wie Falco killen kann, ob er irgendwelche Confirms hat oder nicht. Boah, mit dem Schuss jetzt hier getroffen. Aber SDN kann nochmal recovern, hat aber jetzt 109 Schaden im zweiten Stock. Da muss Syntek jetzt gucken, dass er ihn eben quasi demnächst finisht. Ja, maybe. Hier ist der jetzt wieder an der Edge dran. Oh, schöner Edge Guard. Oh. SDN macht so viel Schaden noch dafür, dass er noch ein Stalker-Head ist. Das ist so, so wichtig hier. Kann vielleicht sogar demnächst für einen Finish schauen. Oh, schön. Oh. Das war eine sehr schöne Interaktion. Das war's. Ja. Das reicht tatsächlich auch schon wieder für den Kill. Und man finisht hier noch mit zwei Stocks übrig. Ich sag ja, also diese Tilts von Ike, die sind hammerstark. Ja. Muss man sagen, waren auch relativ frühzeitig, in Anführungsstrichen schon. Mhm. Aber eben dadurch bedingt, dass Falco ein bisschen leichter ist. Und Ike da doch sehr, sehr viel Schaden einfach mitbringt insgesamt. Ike allgemein, er ist auch super schwer klein zu kriegen, weil er halt ein Schwergewicht ist. Ja. Ja, man ist sich da aber relativ sicher, man bleibt bei seinen Charakteren, bei seinen Mains. Das ist ja auch gar nicht raus, gell? Ja. So. Okay, hier sind wir in Plattform, Greichglück. Ja, mal schauen, ob das irgendeinen Einfluss auf die Begegnung hat. Aber jetzt hier ein relativ schöner Start von Syntek. Ah, aber SDN kommt halt eben wieder zurück, auch prozenteweise. Jetzt wird sich hier ein bisschen geprügelt auf der Stage. Oh. Ah, 70%. Jetzt muss er Edge Garden hier.
Ah, Falco kriegt nochmal eine Cover durch. Oh, das Type-B. Ja. Ah, SDN mit deutlich mehr Schaden jetzt hier am Start. Einfach schon 88% wieder auf Syntec hochgestackt. Es geht auch weiter, 96, der ist wieder fast in Killrange. Ja. Es geht so schnell, das sind 2-3 Kombos und dann ist man eben auf diesem Falco wirklich schon in Killrange und der Ike macht einfach wirklich viel Schaden. Also Ike kann schon auf 50, jetzt ist schon ein Killrank für Ike, theoretisch. Hm. Der kann jetzt schon killen. Man muss ja gucken, dass Syntec jetzt langsam wieder reinkommt. Syntec hat jetzt hier den Druck, einfach mal auch den Ausgleich in Anführungsstrichen machen zu müssen. Weil sonst hat SDN eben in jedem Match quasi den Matchpunkt. Und das ist eben eine Sache, die willst du nicht haben. Oh, SDN 124%, das 130, ja, aber der kann eben... Oh, schöner Cancel hier. Das, aber er schafft es. Oh. Schade, fast. Allgemein würde ich aber auch sagen, dass SDN gegen Vorteil hat, weil Ike halt ein Schwert hat. Ja. Und Schwerter sind gut in diesem Spiel. Ja. Ja, SDN ist hier mit seinen 138%, 146, aber kann easy nochmal recovern. Ah. Und Syntec muss eben schauen, was er noch machen kann jetzt hier. Er hat auch schon wieder 90% fast angesammelt in seinem zweiten Stock. Ah, SDN ist noch im ersten Stock und macht so viel Schaden noch. Er macht so viel Schaden, er kann den halt auch... Ja, das soll den killen. Ah, nicht ganz. Das war geil. Ah. Und wieder, also... SDN hier wirklich auch noch sehr, sehr stark mit so viel Survivability insgesamt. Ja, also Ike allgemein. Also er übergeht lange, er teilt aus. Ja. Ist halt aber auch nicht unbedingt der allerschnellste, würde ich sagen. Ja, ganz stimmt. Also wir haben letztes NEZ haben wir gesehen, gegen Chrom hatte er zum Beispiel Probleme, teilweise. Chrom ist ja auch so ein, also ein bisschen wie Ike von der AB her. Ja. Die von Chrom ist halt nur ein bisschen schneller. Ja. Na, wir sehen jetzt SDN, der wird vielleicht nicht mal seinen ersten Stock hier verlieren. Oh, ja. Das war... Ja, er wird nicht mal seinen ersten Stock hier verlieren. Er kommt mit 3 Stocks und entscheidet das zweite Game auch für sich. Ja, das heißt kein Matchball. Und jetzt Matchpoint gegen Syntec in der dritten Runde. Oh. Also Ike auf jeden Fall, die Aerials, alles von ihm ist super stark. Ja, das ist schon, also es ist wirklich, wirklich sehr stark, was hier aufgespielt wird einfach. Syntec muss bei 40% schon aufpassen. Ja. Ist halt ein sehr, sehr weicher Charakter, oder was heißt weich, aber ein sehr, sehr Charakter, der sehr, sehr leicht ist und sehr schnell zu executen eben ist dann effektiv. Und das hat SDN bis jetzt ganz gut ausgespielt. So, Runge 3 auf Hogo Bashen. Ja. Eine Plattform in der Mitte, wollen wir mal gucken, wie das ausgeht. Ja, ob die genutzt wird effektiv oder. Ja, man tastet sich noch ein bisschen ab zu Anfang. Hogo Bashen, wie ich finde, eine sehr coole Map. Ja. Oh, viel Schaden. Das ist schon wieder schwierig insgesamt. Aber man ist noch relativ even, aber dadurch, dass Ike so früh executen kann, ist Falco hier einfach im Nachteil, wenn er mehr Prozent hat. Ja. Und man sieht schon, wie weit er jetzt schon fliegt. Also, ein gesiegter Schlag und Falco ist weg. Ja. Oh, das könnte... Nee. Das, ein bisschen noch. Ja, da muss Syntec eben nochmal schauen, wie er jetzt Schaden machen kann, aber... Ja, SDN jetzt erst auf 50% hoch. In seinem ersten Stock noch. Syntec in seinem zweiten Stock. Kassiert hier aber wirklich auch schon wieder viel Schaden. Schöner Down. Das ist ein bisschen schwierig hier gerade. Syntec kann irgendwie nicht so richtig Fuß fassen in der Begegnung bis jetzt. Ja, schöne Kombo hier von SDN. Ja, und die Edgeguard. Ja, der Edgeguard. So dominant. Und er ist jetzt wieder 3-1 ahead in Stocks. Also von der Range her, wir hatten ja in der letzten Runde einen Quorm gesehen. Ja. Und von der Range her finde ich Ike-Schwert viel krasser als Quorm. Ja. Ja. Allgemein auch die Vorwager. Ja. Ja, Syntec jetzt hier nochmal. Ah, das ist. Er ist jetzt wieder an der Edge. Jetzt wird hier wieder geedgeguardet von SDN. Obwohl, man lässt Syntec nochmal recovern. Vielleicht kann man hier nochmal einen Stock sich holen, aber SDN hat es hier sieht auf jeden Fall nicht gut aus für Syntec. Ja, ist einfach wieder jetzt in Execute Range. Vielleicht nochmal den ersten. Ja, nee, da kann er eigentlich easy recovern. Ja. So, und jetzt aber Syntec maybe in Gefahr, gefinished zu werden.
Ja, SDN. Holt er sich jetzt hier die Runde? Ja, ein bisschen abtasten, ein bisschen mit den Schilden arbeiten. Ja, schöner Kick, wichtig. Aber ich glaube, die Edge Guard kann Syntek da nicht so wirklich gewinnen. Das war's. Ja, das war's. Ja. Oh. Ah, schwierig. Gerade dadurch, dass Ike eben so viel Schaden hat, holt sich SDN hier einfach den Sieg. Auf jeden, weil er Syntek auf dem Falco einfach easy finishen kann. Also Ike hacke von Anfang an.